Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht nochmal um das Thema Gog und Magog, weil viele ja jetzt auch in der Situation, in der wir sind, immer wieder fragen, hat Russland damit zu tun? Und Gog und Magog kommt ja laut Hesekiel aus dem äußersten Norden. Und im äußersten Norden von Israel, da liegt so die allgemeine Deutung Moskau und Russland, Rosch. Und deswegen bringt man das immer wieder in Verbindung mit Gog und Magog aus dem Lande Rosch, Mesech, Tubal und all diese ganzen Begriffe, die dort in der Bibel sind, die versucht man auch immer irgendwie zuzuordnen, aber so richtig funktionieren tut es nicht. Um es vielleicht vorwegzunehmen, also dieser Begriff Gog und Magog, der kommt nur zweimal in der Bibel vor, und zwar einmal in Hesekiel und einmal in der Offenbarung. Ja, in Hesekiel wird gezeigt, woher Gog und Magog kommt, nämlich aus dem Lande Magog im äußersten Norden. Und in Offenbarung 20, da wird gesagt, wann Gog und Magog kommt. Das sind die einzigen beiden Stellen in der Bibel. Ist nicht so sehr schwer zu verstehen. In der Offenbarung steht, dass er nach 1000 Jahren kommt. Was das bedeutet nach 1000 Jahren, das schauen wir uns gleich an. Ich gehe davon aus, dass Gog und Magog nur einmal kommt, nicht zweimal. Vor ein paar Wochen hat Roger Libby ein Video gemacht über Gog und Magog und hat dann nochmal erklärt, warum Gog und Magog, also wahrscheinlich, wenn dann doch auch zweimal kommt, warum Gog und Magog nicht in der Mitte dieses tausendjährigen Reichs kommen kann, sondern auch vor dem tausendjährigen Reich kommen muss. So zumindest seine Auffassung im Gegensatz zu dem, was die Offenbarung sagt. Und er hat dafür angeführt, dass Hesekiel chronologisch aufgebaut wäre. Das Interessante ist aber, dass Hesekiel zum Beispiel, also ich glaube das nicht, dass Hesekiel chronologisch aufgebaut ist. Ich glaube, dass Hesekiel genau wie alle anderen prophetischen Bücher in konzentrischen Kreisen aufgebaut ist, dass da immer wieder neue Zyklen angefangen werden. Am Anfang ist ein ganz grober Zyklus, der sagt mal so, zeigt mal so den groben Umgriff und Umriss der Prophetie. Dann kommt der zweite Zyklus, der geht dann mehr ins Detail. Dann kommt der dritte und der vierte Zyklus, eigentlich so genau wie in der Offenbarung auch mit den Siegelgerichten und den Posaunengerichten und den Schalengerichten. Es konzentriert sich immer weiter auf die Endzeit. Ja, also die Siegelgerichte haben den ganzen Ablauf der Weltgeschichte zum Inhalt. Die Posaunengerichte, die beschäftigen sich nur mit Israel, mit Israels Heilsgeschichte. Und zum Schluss kommen dann die Schalengerichte und die beschäftigen sich nur mit der letzten 70. Jahrwoche. Das ist eine sehr kluge Art, etwas zu erzählen, weil man nach dem ersten Durchgang eigentlich mal so ein grobes Panorama hat, was dann im zweiten auch detaillierter ausgezeichnet wird, ja? Und ausformuliert wird. Im letzten Zyklus sieht man dann die ganzen Details und dadurch ist dann auch gewährleistet, dass man sich nicht in Details verzettelt, wenn man eine Geschichte erzählt. Ja? Also wir in Westeuropa, wir erzählen so linear und im Nahen Osten, die erzählen eher so in Zyklen. Zu diesem Thema, ob Hesekiel chronologisch aufgebaut ist, gebe ich einfach mal zu bedenken, dass in Hesekiel die Rede davon ist, dass Gott einen neuen Geist und ein neues Herz geben will. Ich lese die Verse mal kurz vor, in Vers 26. Da steht bei mir drüber, Hesekiel verkündigt den neuen Bund. Und da sagt Hesekiel, zitiert Hesekiel Gott. Und Gott sagt dort, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Diese Bibelstelle, die ich jetzt gerade gelesen habe, die gibt es aber schon mal in Hesekiel 11 und eigentlich mit der gleichen Formulierung, Vers 19, und ich will euch ein einträchtiges Herz geben und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus eurem Leibe und ein fleischernes Herz geben, auf dass sie in meinen Sitten wandeln und meine Rechte halten und danach tun und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein. Das heißt, wir haben genau die gleiche Bibelstelle, einmal in Hesekiel 11 und einmal in Hesekiel 36. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wenn Hesekiel linear aufgebaut ist, wieso wird das zweimal erwähnt?
Der Grund dafür ist, dass der Segel eben nicht linear aufgebaut ist, sondern auch in konzentrischen Zyklen erzählt. Ja? Dass hier vorne schon mal ein grober Umriss gemacht wird, so in Hesekiel 11, und weiter hinten in Hesekiel 36 wird das dann genauer ausformuliert. Also dieses Argument, und das war das einzige Argument, was Roger Levy hatte, dieses Argument, dass Hesekiel chronologisch aufgebaut wäre und deswegen Gog und Magog vor dem tausendjährigen Reich kommen müsste, das ist nicht stichhaltig. Ja? Da muss man den Text genauer untersuchen. Und dazu kommt dann natürlich, und das ist gravierend, dass in Offenbarung 20 die Rede davon ist, dass nach 1000 Jahren Gog und Magog kommt. Dazu zeige ich euch vielleicht vorab mal eine kurze Skizze. Hier seht ihr so die Heilsgeschichte Gottes. Da haben wir einmal 4000 Jahre Altes Testament von Adam bis Christus. Hier ist Christi Kreuz, ja, dann stirbt er, dann kommt die Auferstehung, dann kommt die Himmelfahrt und 50 Tage später kommt Pfingsten, das Fest in Jerusalem, Pfingstfest, wo Gott seinen Geist ausgegossen hat. Und da hat die Gemeinde Jesu begonnen. Und die Gemeinde Jesu dauert 2000 Jahre. Und nach den 2000 Jahren geschehen wieder verschiedene Dinge. Ja, dann kommt die Endzeit, dann kommt die letzte 70. Jahrwoche. Und dann kommt der große Abfall, das Auseinanderbrechen Israels. Dann kommt der Antichrist, dann kommt die Entrückung und dann kommt der Tag des Zorns, wo Jesus Christus wiederkommt auf den Ölberg. Und dann richtet Christus sein tausendjähriges Reich auf. Das ist die Ordnung, die wir haben. Dann haben wir 4000 Jahre Altes Testament, 2000 Jahre Neues Testament und 1000 Jahre Sabbatjahrtausend, Friedensjahrtausend, wo Jesus Christus herrscht auf der Erde und wo ein großes Friedensreich anbricht. Dann haben wir 7000 Jahre Menschheitsgeschichte. Ja? 6000 Jahre, so wie 6 Tage, an denen gearbeitet wurde. Und am 7. Tag war Sabbat, war Ruhe. Und so hat man dieses Sabbatjahrtausend, also auch eine schöne Struktur, eine schöne Ordnung, die man da in der Bibel findet. Von diesen 1000 Jahren ist die Rede in Offenbarung 20, Vers 4, da steht, und ich sah Stühle, und sie setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben das Gericht, und die Seelen derer, die enthauptet sind, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier, noch sein Bild und nicht angenommen hatten, sein Mahlzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese lebten und regierten mit Christo 1000 Jahre. Tausendjähriges Friedensreich, die Gemeinde Jesu, die Jesus treu geblieben sind, regieren mit ihm 1000 Jahre. Das ist die erste Auferstehung. Ja? Die werden auferstehen, die Toten werden auferstehen, die lebendig sind, werden gemeinsam mit den Toten entrückt, sagt Paulus, in den Himmel, in Wolken, ja, da wo Christus dann auch kommt. Er kommt ja bis in die Wolken, bis zu seiner Gemeinde und dann kommt die Entrückung in den Himmel. Dann steht in Vers 5, die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet wurden. Also am Ende dieses tausendjährigen Reiches, da erstehen alle auf, und zwar zum großen Völkergericht. Da werden alle auferstehen, auch die, die nicht an Jesus Christus geglaubt haben. Alle werden auferstehen, alle werden vor dem Richterstuhl Gottes stehen, vor dem Richterstuhl Christi. Und Rechenschaft abgeben für das, was sie getan haben. Bei Leibesleben, es sei gut oder böse, schreibt Paulus im Römerbrief. Also die anderen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Ja? Die erste Auferstehung ist die Entrückung vor dem tausendjährigen Reich. Und dann kommt die zweite Auferstehung nach dem tausendjährigen Reich, wo alle Menschen dann auferstehen, auch die, die nicht gläubig gewesen sind. Selig ist er und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre, dieses tausendjährige Friedensreich. Und jetzt kommt diese Passage mit Gog und Magog. Und wenn 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satanas loswerden aus seinem Gefängnis und wird ausgehen zu verführen die Heiden oder die Nationen an den vier Enden der Erde, den Gog und Magog, sie zu versammeln zum Streit, welcher Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. Das heißt also, hier wird zum zweiten Mal überhaupt erst wieder Gog und Magog erwähnt. Und zwar im Zusammenhang der zeitlichen Einordnung, ja, wann Gog und Magog kommt. In Hesekiel haben wir gesehen, woher er kommt. Und hier sehen wir, wann Gog und Magog kommt, nämlich nach 1000 Jahren. Ja, das ist also im Gegensatz zu dem, was Roger Levy da sagt, dass Gog und Magog vor 1000 Jahren kommen würde. Das liegt daran, dass das eigentlich eine Auslegung ist, also die alttestamentlich ist. Ja? Die Juden warten auch auf Gog und Magog ängstlich
Warum? Weil sie die Offenbarung nicht haben. Ja, die Offenbarung des Johannes, weil die im Neuen Testament steht und die Juden lesen halt nur im Alten Testament. Und deswegen fehlt ihnen dieser zweite Blick, den wir haben dürfen als Christen im Neuen Testament in der Offenbarung des Johannes in Kapitel 20, wo uns gezeigt wird, wann Gog und Magog kommt. Es gibt zum Beispiel den Amir Zafati, das ist ein messianischer Jude, also ein Judenchrist, der an Jesus Christus glaubt. Und der hat auch diese jüdische Auslegung für Gog und Magog. Warum? Ich kann das nicht erklären, ja, ich kann das nicht verstehen. Eigentlich müssten wir ja diese Textstelle auch sehen hier in Offenbarung 20. Und die ist eigentlich so deutlich und so eindeutig, dass die für mich erstmal allen anderen Argumenten, die man vielleicht noch irgendwie vorbringen wollte, um Gog und Magog vor dem tausendjährigen Reich zu sehen, überstrahlt. Ja? Die ist einfach ganz deutlich in der Bibel formuliert. Und wenn 1000 Jahre vollendet sind, und zwar die 1000 Jahre, die vorher schon viermal erwähnt worden sind, wenn diese 1000 Jahre des tausendjährigen Reichs vollendet sind, dann wird der Satan das loswerden, zu verführen die Nationen an den vier Enden der Erde, den Gog und den Magog. Also das ist für mich eine ganz deutliche zeitliche Einordnung. Vielleicht so kleine Randbemerkung, Hitler hat das tausendjährige Reich ja auch bemüht und für sich in Anspruch genommen, dass er das tausendjährige Reich aufrichten wolle. Als ich zum Glauben gekommen bin, kannte ich die Bibel nicht, aber ich wusste halt aus der Schule von diesem tausendjährigen Reich des Nazi-Regimes. Und da war ich ganz erstaunt, dass das aus der Bibel kommt. Ja, aber er hat ja auch ein Kreuz gehabt als Symbol und da war er wie so eine Art Antichristus und hat auch dieses tausendjährige Reich, dieses tausendjährige Friedensreich für sich da in Anspruch nehmen wollen. Also das nur mal so als Randnotiz. Ja. Dann möchte ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar steht in Hesekiel auch, wer alles im Gefolge von diesen Gog und Magog ist. Ich lese mal die Verse in Hesekiel 38. Da steht, und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach, du Menschenkind, wende dich gegen Gog, der im Lande Magog ist, und der oberste Fürst in Mesech und Tubal, und weissage von ihm, und sprich, so spricht der Herr, siehe, ich will an dich, Gog, der du der oberste Fürst bist in Mesech und Tubal. Siehe, ich will dich herumlenken und will dir einen Zaum ins Maul legen und will dich herausführen mit allen deinem Heer, Ross und Mann, die alle wohlgekleidet sind, und ist ihrer ein großer Haufe, die alle Tartsche, also das war so ein Langschild, ja, die alle Tartsche und Schild und Schwert führen. Und jetzt kommt dieser Vers, du führst mit dir Perser, Mohren und Libyer, die alle Schild und Helm führen, dazu Gomer und all sein Heer, samt dem Hause Togarma, so gegen Mitternacht liegt, mit allem seinem Heer. Ja, du führst ein großes Volk mit dir. Jetzt steht hier, dass im Gefolge von diesem Gog aus Magog Perser, Mohren und Libyer sind. Aber zum Beispiel die Libyer und die Mohren, also Kusch, das so südlich von Ägypten, Nordafrika, und die gemeinsam mit den Libyern, die sind laut Daniel 11 doch im Gefolge des Königs vom Norden, der gegen den König des Südens kämpft und dann das Land des Königs des Südens, nämlich Ägypten, erobert und dann auch Kusch erobert und Libyen erobert und der dann Gerüchte hört von Norden und Osten und dann nach Armageddon zieht. Und wer lagert sich in Armageddon? Die Neo-Assyrer, die Perser, die Könige von östlich des Euphrat, sagt Offenbarung. Das sind die Perser, aber diese Heere, die wir da sehen, diese Völkerschaften, die sind entweder im Gefolge vom Antichristen oder sie sind eine selbstständige Heeresmacht, nämlich die Könige von östlich des Euphrat. Aber hier wird beschrieben, dass Perser und Mohren und Libyer im Gefolge von Gog und Magog sind. Und jetzt müssen sich natürlich die Leute entscheiden, die Pastoren. Gehören jetzt die Libyer und Kusch zum König des Nordens, zum Antichristen und dessen Heer? Oder gehören sie zu Gog und Magog? Denn zu beiden können sie nicht gehören. Und daran sieht man eigentlich, dass sich das widerspricht. Und das ist ein Grund dafür, warum ich annehme, dass Gog und Magog halt nicht vor dem tausendjährigen Reich kommt in der Endzeit. Der Endzeit der Gemeinde, die vor dem tausendjährigen Reich ja liegt und wo die Bibel uns sagt, dass dort der Antichrist gegen den König des Südens kämpft
Und das Gebiet der Libyer und Kusch, also Äthiopien, wenn man so sagen will, obwohl das nicht ganz richtig ist, erobert und in seinem Gefolge hat. Dann würde aber Daniel 11 doch Hesekiel 38 widersprechen, denn entweder gehören die Libyer zum Heer von Gog und Magog oder sie gehören zum Heer vom König des Nordens. Ja? Beides zusammen funktioniert halt nicht. Also hierin kann man auch schon sehen, dass diese Auslegung, dass Gog und Magog vor dem tausendjährigen Reich kommen würde, auch inhaltlich nicht funktioniert. Ja, das widerspricht sich sonst gegenseitig. Die Perser, die in Hesekiel 38 auch aufgeführt werden in dieser Liste, hier in Vers 5, du führst mit dir die Perser, die sind aber in den Endzeitaussagen der Schrift für diese letzte 70. Jahrwoche eine eigene Heeresmacht. Die folgen keinem Gog und Magog nach. Das sind die Könige vom Osten, die Damaskus zerstören und sich in Harmageddon lagern. Also das passt nicht zusammen und widerspricht sich gegenseitig. Und deswegen glaube ich, dass man das nicht sagen kann, dass Gog und Magog vor dem tausendjährigen Reich kommen würden und mithin auch nicht sagen kann, dass Russland in der Endzeit, in dieser Zeit um die Entrückung der Gemeinde in dieser letzten 70. Jahrwoche eine Rolle spielt. Russland, wenn es denn Russland ist, ja, spielt erst eine Rolle nach 1000 Jahren, nach dem tausendjährigen Reich. Und da kommen wir auch zu einem dritten Punkt. Diese ganzen Ortschaften, die hier genannt werden, Togarma, Gomer, Mesech, Tubal, das Land Magog und auch Gog selbst sind nicht bekannt heute. Man kennt die nicht. Die müssten ja, wenn das bevorstehen würde, dann müsste man doch wissen, wo diese Staaten liegen. Ja, wo ist denn Mesech? Wo ist denn Gog überhaupt? Der müsste ja irgendwie auch existieren und das Land Magog müsste man auch kennen. Im Gegensatz dazu kennen wir sehr gut Syrien und Ägypten, den König des Nordens und den König des Südens und auch Israel. Ja? Diese Strukturen, die Daniel vorhersagt für die Zeit, die vor uns liegt, diese politischen Strukturen, die kennen wir gut. Die Länder kennen wir alle. Das, was Daniel vorhersagt, das ist Ägypten, das ist Syrien, das ist Israel, das ist Libyen, das ist Kusch und das sind die Könige östlich des Euphrat. Und die sind alle da. Aber Mesech, Tubal, Togarma, Gog und Magog sind nicht bekannt. Warum nicht? Weil die erst in 1000 Jahren kommen. Das sind politische Strukturen, die sich erst noch bilden. Die kommen überhaupt erst noch. Die sind heute nicht zu identifizieren. Und der Grund dafür liegt darin, wie Offenbarung 20 uns sagt, dass die Zeit noch nicht da ist. Sondern die kommt erst nach den 1000 Jahren, in denen Jesus Christus mit seiner Gemeinde herrscht. Ja? Also das sind viele Punkte, die sich widersprechen und ich staune darüber, dass man immer noch an dieser Gog- und Magog-Sache festhält. Wir haben natürlich eine Zeit, in der Russland im Moment die Medien auch beherrscht durch dieses Thema da in der Ukraine, aber eigentlich ist das, was wir aus der Bibel sehen, etwas anderes. Da kommt eine andere Struktur. Und wir sollen uns nicht von diesen politischen Strukturen ablenken lassen, die dort in Russland vielleicht jetzt da sind. Die haben mit der Endzeitprophetie, die uns angeht, nichts zu tun. Die kommen, die werden erst später wirklich von Gewicht sein. Jetzt haben wir zu erwarten Aktivitäten aus Syrien, genauer noch aus Damaskus, die sehr klein anfangen und die niemand erwartet hätte, dass sie kommen. Bei dem Ganzen, was wir im Moment erleben und wo ja auch viele Angst haben vor Krieg und wie weit kommt der Putin nach Westen und was passiert da überhaupt, was erwarten wir? Ich weiß keine Details und ich kann die Tagespolitik auch nicht mit der Bibel einordnen. Aber eins weiß ich, dass Frieden werden muss. Es wird Frieden geben, es wird Entspannung geben. Denn wenn der Antichrist kommt, dann wird der Antichrist mitten im Frieden kommen. Das sagt auch Daniel, und zwar in Daniel 11, Vers 21. An des Stadt, also anstatt dieses Vorgängers, wird aufkommen ein Ungeachteter, das ist dieser Antiochos Epiphanes, welchem die Ehre des Königreichs nicht zugedacht war, weil er nur der Onkel war von seinem Neffen und sein Neffe war eigentlich der rechtmäßige König. Der,
wird mitten im Frieden kommen und das Königreich mit süßen Worten einnehmen. Darauf nimmt auch Paulus Bezug in 1. Thessalonicher 5, wenn er sagt in Vers 3, denn wenn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib und werden nicht entfliehen. Also Paulus spricht auch davon, dass es Frieden werden muss. Verschiedene Pastoren habe ich schon gehört, die sagen, ja gut, Paulus sagt ja nur, dass die Leute sagen, es wäre Frieden, aber es wäre kein echter Frieden. Doch, das ist ein echter Frieden, weil Paulus in 1. Thessalonicher 5 Bezug nimmt auf diese Daniel-Stelle und Daniel sagt ganz deutlich, dass dieser Endzeitkönig, dieser endzeitliche Antiochos Epiphanes, mitten im Frieden kommen wird und das Königreich mit süßen Worten einnehmen wird. Deswegen glaube ich, dass es Frieden werden muss und dass eine ganz euphorische Situation entsteht, wenn sich viele Probleme, die wir jetzt im Moment noch sehen, plötzlich in Luft auflösen. Und wenn wir viele Dinge sehen werden, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Und wenn wir den Eindruck haben, jetzt wird alles gut, jetzt fängt Utopia an, jetzt kommt die neue Welt, jetzt kommt die neue Währung und jetzt kommt Gesara und Nesara und jetzt kommt der Postverein und all diese ganzen Dinge, wo ich mich auch mit beschäftige und die ich auch verfolge, aber wo ich eigentlich kein großes Wort drüber verliere, weil man das nicht wissen kann. Was man wissen kann über die Zukunft, kann man der Bibel entnehmen und da sollte man sich auch ganz eng und streng an die Bibel halten, weil die ist uns ein Licht auf unserem Wege. Und das ist eigentlich so auch der Kerngedanke bei all den Videos, die ich hier mache, dass wir immer wieder die Nase in die Bibel stecken. Jetzt heute halt mal in Verbindung mit Gog und Magog nochmal. Das, was mit Russland passiert, glaube ich, hat nichts zu tun mit der Endzeitprophetie. Ja? Sondern wir müssen unsere Augen in eine andere Richtung lenken. Und zwar in den Nahen Osten, nach Israel und nach Syrien. Das Nächste, was kommen wird, oder ich will mal sagen, das Erste, was kommen wird, wovon die Bibel berichtet, ist das Auseinanderbrechen Israels. Wenn der moderne Staat Israel in zwei Teile zerbricht, in einen nördlichen und einen südlichen Teil, so wie es im Alten Testament immer gewesen ist, dann müssen wir wachsam sein. Dann fangen Dinge an zu laufen aus der biblischen Prophetie. Vorher nicht. Vorher ist das nicht der Fall. Das heißt also, wir haben in der Bibel einen klaren Fahrplan, den müssen wir verfolgen und wir sollen uns mit den Sachen, die jetzt hier passieren, nicht so sehr ins Boxhorn jagen lassen, sondern Tag für Tag machen. Day by day, sagen die Amerikaner, im Gottvertrauen, im Glauben an Jesus Christus gehen. Und unsere eigentliche Aufgabe ist es, vom Evangelium zu sagen und von der Hoffnung zu sagen, die in Jesus Christus ist und allein in ihm ist. Denn dieses Utopia, was kommt, diese euphorische Entspannung, die ich erwarte, ja, die irgendwann, ich weiß nicht, wann die kommen wird, das weiß niemand, aber es sieht ja fast so aus, als ob das alles in die Richtung geht und als ob es fast zum Platzen jetzt im Moment schon ist. Ja. Das wird ein trügerischer Frieden sein, so wie Paulus ja auch schreibt, sie werden sagen, dass es Frieden wäre und dann wird sie das Unheil schnell übereilen, ja? Wie der Schmerz eine schwangere Frau. Was ich damit sagen möchte ist, achtet auf die Schrift. Die Bibel hat sich bisher trotz aller Unkenrufe und aller Kritiken gehalten. Sie ist immer noch belastbar, sie ist immer noch zuverlässig und je tiefer man einsteigt in die Bibel, desto herrlicher wird das und das ist etwas, was die Seele erfreut und kräftigt und friedlich macht, selbst in so einer irrsinnigen Zeit, wie wir die im Moment erleben. Ja? Und ich glaube, die Verwirrung in den Medien wird noch größer werden. Die Ersten sagen schon, mir ist das alles zu viel, ich kann das nicht mehr verarbeiten, habe ich viel Verständnis für. Ich glaube, die Verwirrung wird auch noch größer werden und das Erstaunen wird noch größer werden. Und trotz all dem halten wir an der Bibel fest, weil die Bibel ist das Licht der Wahrheit, in einer finsteren, verworrenen und verwirrenden Welt. Ja. Und dieses Wort hat uns Gott gegeben, unser Vater im Himmel und unser Herr Jesus Christus. Und ich kann euch allen nur ganz warm ans Herz legen, sucht Jesus Christus, faltet die Hände, betet, ruft ihn an. Und wenn er betet und sagt, ich kann nicht glauben, gib mir Glaube, Amen, das genügt. Ja. Wer das aufrichtig betet, der wird finden und er wird heilfroh werden. Ja, heilfroh in Jesus Christus, in dem Evangelium, was er uns gegeben hat. Wer an Jesus glaubt, für den ist alles gut. Der hat das Leben. Nicht nur das Dasein, sondern das Leben, das ewige Leben in Jesus Christus. Ich schließe hier. Ich danke sehr fürs Zuhören. Wünsche euch alles Gute, Gottes Segen. Viel Glaubensmut, viel Durchhaltevermögen.
und freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Bis dahin alles Gute, Gottes Segen und bis bald.